Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und ja, heute möchte ich mit euch über die folgenden Themen sprechen. Als allererstes gucken wir uns die Prognose und Analyse von Thomas Lee oder auch Tom Lee genannt an, der darüber spricht, dass der nächste Bullrun vor der Tür steht und er erklärt ebenfalls, warum der Crypto-Winter nun vorbei ist. Außerdem möchte der Finanzriese E-Trade nun in den Bitcoin investieren. Warum das passiert, gucken wir uns ebenfalls an. Und zu guter Letzt gucken wir uns noch an, warum das Bitcoin-Handelsvolumen in Thailand um 250% angestiegen ist. Wie gerade schon angekündigt, gucken wir uns das allererste Thema an und hier geht es vor allem um Tom Lee. Und Tom Lee ist wohl eine der schillerndsten Persönlichkeiten, wenn es um Analysen geht. Er arbeitet für Global Fund Strats und hat bereits in der Vergangenheit die ein oder andere Prognose bereits aufgestellt und musste bereits im letzten Jahr zur Kenntnis nehmen bzw. auch sich eingestehen, dass er in Bezug auf Prognosen vielleicht nicht allwissend ist. Er bezieht sich in der Regel auf verschiedene Charts und auf verschiedene Techniken, Indikatoren und so weiter und prognostiziert so Preise, nachdem er im letzten Jahr dann tatsächlich eine falsche Prognose in Anführungsstrichen aufgestellt hat, hat er dann gesagt, dass er das in Zukunft nicht mehr tun wird. Nun spricht er aber grundsätzlich über das Verhalten des Bitcoins bzw. über die Situation des Marktes und das gucken wir uns jetzt einfach mal in Ruhe an. Grundsätzlich geht es hierbei um ein Interview mit CNBC, wo eben Tom Lee mit gesprochen hat und das allererste, was er gesagt hat, ist, letztes Jahr war für Krypto ein schreckliches Jahr, ein massiver Bärenmarkt und wir können in dieser Woche einen Artikel veröffentlichen, in dem wir nun hervorheben, 11 Anzeichen dafür, dass historisch nur ein Bullenmarkt stattfindet oder beziehungsweise nun ein Bullenmarkt stattfindet. Ich denke also, dass die Beweise zunehmen, dass es einen Bullenmarkt gibt. Was man hier aber ganz klar sagen muss, ist, dass nun das letzte Jahr wirklich viele Chancen auch geboten hat, hier in den Markt zu investieren. Klar, am Anfang des Jahres vielleicht nicht, aber im Laufe des Jahres war es dann so, dass der Preis natürlich deutlich interessanter wurde, denn er ist weiter gesunken. Der Dip hat dazu natürlich geführt, dass man sehr, sehr günstig in den Bitcoin investieren konnte. Und wenn man das getan hat, dann hat man bis zum heutigen Tag wieder gute Gewinne erzielen können. Das ist eins dieser Themen, die ich hier natürlich aufgreifen muss, denn ich glaube, man sollte auch das letzte Jahr nicht nur negativ betrachten, sondern auch positiv sehen können. Er glaubt vor allem, dass das Thema institutionelle Investoren relevant ist, um auch den Bitcoin zukünftig weiter steigen lassen zu können. Hier geht es vor allem auch um die Grayscale-Aktien bzw. den Fonds und den ETF und so weiter, den sie da initiiert haben. Grundsätzlich hier also wirklich gute Möglichkeiten in den Bitcoin und so weiter zu investieren. Wenn man sich dann weiter anguckt, worum es dann aus seiner Sicht noch so geht, da spricht er dann zum einen zum Beispiel über den Januar, in dem wir schon mitbekommen haben, dass das Trading-Volumen nach oben gegangen ist, zum Beispiel auch zwischen Venezuela und der Türkei. Wir haben ja sowieso mitbekommen, dass Venezuela immer aktiver auch Kryptowährungen nutzt, um der Inflation zu entkommen. Und es ging dann natürlich auch weiter, dass zum Beispiel die On-Chain-Transaktionen immer weiter nach oben gegangen sind. Und dazu sagte er dann, die Leute sagen, ich schätze nicht, diese lokalen Währungen zu verwenden. Ich traue den Banken nicht. Ich werde jetzt mit Bitcoin beginnen. Und das ist der Grund, warum das On-Chain-Volumen wirklich abhebt. Also ganz klar, man versucht hier den Banken den Rücken zu kehren, um richtige oder andere und alternative Zahlungsmöglichkeiten zu suchen. Das wurde gemacht und dadurch sind die Indikatoren natürlich weiter nach oben gegangen. Es sah alles sehr, sehr positiv aus und wurde deutlich positiver. Im April haben wir es dann tatsächlich geschafft, auf über 5.000 Dollar zu klettern. Ein wirklich positiver Wert, das muss man ganz klar sagen. Und was man dann mitbekommt, ist quasi, dass die OTC quasi Investments auch weiter ansteigen, mehr institutionelle Investoren, die in den Markt investieren. Das heißt also, durch verschiedenste Methoden, ob es nun Grayscale oder Fidelity oder andere Plattformen sind, hier gibt es immer mehr institutionelle Investoren, die investieren, die den Markt für sich entdecken. Und was man dann eben noch zusätzlich dazu sagen muss, neben den positiven Fundamentaldaten, die immer weiter ansteigen und die immer weiter sich positiv entwickeln,
ist natürlich, dass er darauf hinwies, dass wenn der S&P 500 steigt, dass das normalerweise auch einen wirklich starken Einfluss auf den Bitcoin-Kurs hat. Das ist jedenfalls seine Ansicht. Sehr interessant zu sehen, um ehrlich zu sein. Ich bin gespannt natürlich vor allem, was jetzt in der nächsten Zeit so passiert. Denn Tom Lee geht natürlich davon aus, dass der Winter nun vorbei sei und dass der Bullenmarkt jetzt weiter voranschreitet. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Als zweites gucken wir uns den Finanzriesen E-Trade an. Und E-Trade ist ja eine Plattform, auf der vor allem natürlich gehandelt wird. Das heißt also, verschiedenste Investoren, die dort und Anleger, die dort investieren, die dort natürlich ja, versuchen, Gewinne zu erzielen. Insgesamt gibt es 4,9 Millionen Konten, die auf der Plattform existieren. Und man muss ganz klar sagen, das Unternehmen verfügt über sehr, sehr viele und sehr hohe Vermögenswerte, und zwar über insgesamt 65 Milliarden US-Dollar und hat zusätzlich ein Margensaldo von 9,6 Milliarden US-Dollar, also extrem krass und sehr, sehr positiv natürlich, dass solch eine Plattform nun in Kryptowährungen einsteigen und investieren möchte. Die Handelsplattform ist wohl eine der bekanntesten in der USA. Wenn man sich das Ganze dann anguckt, dann wird man schnell feststellen, dass das tatsächlich sehr, sehr große Möglichkeiten bietet. Denn ja, wir haben hier, wie gesagt, 4,9 Millionen Konten, insgesamt 65 Milliarden US-Dollar, die dort an Vermögenswerten umgesetzt werden. Und das bedeutet natürlich auch, dass zukünftig dadurch sehr, sehr viele Menschen anfangen, in die Kryptowährungen zu investieren. Es soll neben dem Bitcoin auch und auch Ethereum getradet werden. Das ist hier theoretisch die Idee. Man muss hier ganz klar sagen, dass es aktuell noch unbestätigte Quellen sind, die darüber sprechen, dass das Engagement von E-Trade hier steigen oder grundsätzlich nun gestartet sein soll. Aktuell ist es schon so, dass E-Trade den Exchange Traded Fonds von Grayscale anbietet, also schon eine Möglichkeit, in den Bitcoin zu investieren. Und man geht ganz stark davon aus, dass dadurch natürlich das Interesse auch weiter steigt, wenn zum einen der Bitcoin als auch Ethereum dann zukünftig am Markt verfügbar sein werden. Und wenn wir uns dann noch angucken, was E-Trade grundsätzlich noch so an Leitbilder und so weiter so publiziert, dann merkt man relativ schnell, dass sie sehr zukunftsorientiert unterwegs sind. Und zwar schreiben sie im Leitbild zum Beispiel: Heute sind wir ein führendes Online-Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf eine erstklassige Erfahrung für den digital orientierten Investor und Händler spezialisiert hat. Unterstützt durch eine persönliche, professionelle Beratung. Das Unternehmen verfügt auch über ein Hightech-Verwahrungsplattform für Berater und die branchenweit führenden Verwaltungsplattform für Aktienpläne. Also man sieht, dass sie sich sehr stark darauf beziehen, dass sie ja sehr, sehr fortschrittlich und zukunftsorientiert unterwegs sind und dass man hier also wirklich in Zukunft einen sicheren Handelspartner hat, auf dem man traden kann. Wenn man sich dann noch anguckt, was sie in Bezug auf den Bitcoin so sagen, dann wird einem schnell klar, dass sie also hier auch zukünftig wohl mehr Engagement starten werden. Investoren sollten wissen, dass der Kauf und die Nutzung digitaler Währungen wie Bitcoin Risiken birgt. Der spekulative Handel mit Bitcoins birgt ein erhebliches Risiko. Es besteht auch das Risiko von Betrug im Zusammenhang mit Unternehmen, die behaupten, Bitcoin-Zahlungsplattformen und andere Bitcoin-bezogene Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Bitcoins können online oder an physischen Orten gekauft und verkauft werden. Eine wachsende Zahl von physischen Einrichtungen und Börsen ermöglicht es den Kunden, Bitcoins mit Bargeld, Kreditkarte, per Überweisung und anderen Methoden zu kaufen und zu verkaufen. Bitcoins befinden sich in einem digitalen Wallet, wo sie verwendet werden können, um Gegenstände bei Anbietern zu kaufen, die Bitcoins akzeptieren. Also grundsätzlich schon mal sehr, sehr positiv. Natürlich ganz klar müssen sie hier auch auf die entsprechenden Probleme hinweisen. Das ist aber, glaube ich, ganz normal. Als allerletztes gucken wir uns hier noch kurz das Thema in Thailand an. Und zwar wurde hier ein Ehepaar auf einem Gewässer oder beziehungsweise in einem der Meere festgenommen
Und das Paar soll wohl ein relativ hohes Vermögen in Bezug auf Bitcoins besitzen, nachdem die thailändische Marine angefangen hat, hier dieses Paar festzunehmen bzw. das Haus zu beschlagnahmen. Gab es wohl sehr, sehr viele Unruhen in dem Bezug und dadurch sollte wohl auch tatsächlich das ja, Bitcoin Interesse weiter gestiegen sein in diesem Land. Das bedeutet also, dass dadurch wohl innerhalb kürzester Zeit das Volumen, das getradet wurde und so weiter, das verschickt wurde, um das Vierfache gestiegen ist, was also extrem interessant ist. Man geht also davon aus, dass diese beiden Ereignisse miteinander korrelieren und das wäre natürlich sehr, sehr positiv auch für den Bitcoin-Markt. Wenn also ein weiteres Land, wie zum Beispiel Thailand, nun ein großes Interesse daran hat, in den Bitcoin zu investieren, vor allem auch diesen zu nutzen, das spricht dann wohl eher für Kryptowährungen und würde wahrscheinlich auch zukünftig wieder positive Aspekte in Bezug auf den Preis haben. Ich hoffe ansonsten natürlich, dass euch dieses kurze und informative Video gefallen hat. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo da lassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao! Thank you.